Nächste Beispiel. Potenz einer Zahl. Eingabe, Zahl a, natürliche Zahl n. Und ich hätte gerne a hoch n ausgerechnet. Ich schreibe mal hin, spontane Idee. Was heißt das in Form unseres, oder für unseren Aufwand? O von n. So, jetzt lassen wir uns doch mal überlegen, ob wir nicht was Besseres hinkriegen. Kriegen wir das vielleicht mit Divide and Conquer besser hin? Also, Idee sieht irgendwie so aus. A hoch n ist gleich a hoch n halbe mal a hoch n halbe. Und ich mache jetzt hier extra so eine Fallunterscheidung, falls n gerade. Und für den Fall, dass n ungerade ist, da haben wir a hoch n minus 1 halbe mal a hoch n minus 1 halbe mal a. So würde ich das jetzt irgendwie in so eine Formel gießen, genau das, was Sie gesagt haben. Ne? Und jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, wenn wir hier zwei mal quasi den gleichen Term haben, sofort, wenn wir zweimal den gleichen Term haben, können wir uns ja einmal sparen, rechnen einmal aus, ja, und multiplizieren das dann einmal mit sich selbst. Also, wir denken ja immer nur in Aufwänden hier in dieser Veranstaltung. Was entsteht da für eine Rekurrenzgleichung? Also wieder sowas t von. Jetzt rechnen wir wieder grob. Also es ist ja jeweils ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte. Plus O von 1. Ne, weil wir müssen jetzt hinterher nochmal miteinander multiplizieren. Und da haben wir ja gerade gesehen, ich glaube, das sieht so ähnlich aus wie das, was wir gerade hatten, wenn ich mich nicht so ganz täusche. Ne? Was entsteht für ein Aufwand? O von log n. Und wenn Sie das jetzt einfach mal einsetzen, auf Ihrem Taschenrechner und das n wachsen lassen, dann sieht das irgendwie schon gar nicht so schlecht aus mit dem Log n. Ne? Auch wieder Divide and Conquer-Ansatz.